Also mein Name ist Andreas Pürzel, ich bin der Eigentümer und Gründer von Intelligent Strengths, einer Firma, wo sich alles um Training dreht. Ich habe natürlich schon diesen verschwommenen Plan im Kopf gehabt von Fitnessstudio und von einer eigenen Trainerausbildungsakademie und habe 10 Jahre lang auf Sparflamme gelebt, damit ich dann diesen Himmel da aufbauen kann. Ja. Und ich kann mich da erinnern, ich bin da zur Bank rein gewackelt, ja. Keine Ahnung, irgendwie vom Businessplan, von Finanzierungen und so weiter. Bin genau so in dem Ruderlevel rein und habe ihnen das Projekt erklärt. Die haben mir vertraut und es hat sich ausgezahlt. Das Wichtigste in einem Fitnessstudio ist natürlich einmal, sind die Werkzeuge. Da machen schon die meisten einen großen Fehler und kaufen Bullshit ein. Das haben wir nicht gemacht, das heißt, Equipment steht immer im Mittelpunkt. Dinge, die es nicht gibt, die wir aber brauchen, erstellen wir selber. Wir haben einen eigenen Gym-Schmied. Also der Slogan von dieser Firma ist No Bullshit und diesen Slogan setzen wir bei allem durch. Bedeutet, wenn irgendwas keinen Sinn macht, dann wird es gnadenlos entfernt. Ja. Ich würde rückwirkend nichts anderes machen, weil jeder Fehler, den ich gemacht habe, hat mich ins Positive verändert. Alles Gute wäre nicht entstanden ohne dem Schlechten. Auf jeden Fall authentisch bleiben. Man sollte sich nicht viel scheißen, man soll genau das machen, was man machen möchte. Man lebt nur einmal und einfach in jeder Sekunde alles geben, was man drauf hat.